Hallo zusammen, heute sind wir richtig dekadent, denn wir machen einen Vorspeis oder einen Hauptgang, für mich persönlich eher einen Vorspeis, nämlich Tatar, Beefsteak Tatar, blu bla blu. Und es gibt zwei Gründe, warum sie das machen. Erstens, ich habe es noch nie gemacht, es ist einfach langweilig, es ist einfach ein Running Gag. Und zweitens, ich habe es schon 1, 2, 3 Mal im Restaurant gehabt und habe es eigentlich nicht wirklich mega fein gefunden, wenn ich ehrlich bin. Obwohl ich ein riesen Fleischsteiger bin, aber ja, es ist einfach, ich habe immer das Gefühl, es ist einfach zu überwürzt, es ist einfach nicht echt das Fleisch. Der Fleischgeschmack, der ist einfach nicht da. Und darum habe ich gedacht, anstatt nochmal rumzumotzen, das einfach mal selber zu machen. Und heute brauchen wir die wunderbare Küchenmaschine, sehr zu empfehlen. Nicht nur, weil sie super aussieht, sondern auch, weil sie ganz viel Zubehör hat. Und die ist einfach, brauchen sie fast alle Tage. Also, jetzt fangen wir mal an mit dem Fleisch. Das ist Filet vom Rind. Jetzt ist es so, das Tatar das wird nicht gebraten, es wird wirklich einfach roh gegessen. Das heisst, hier machen wir keine Witze. Wir gehen wirklich zum Metzger und tun das frisch aufschneiden und wirklich am besten noch sagen, ja, man braucht es für Tatar, weil wenn das nicht gut ist, ich sage nichts, dann hat der Party. Also wirklich da jetzt mal keine Witze. He? Also ich tue jetzt hier mal meine Maschine an. So. Jetzt geht es lärmen. Und dann da mal packen. Und jetzt muss man eigentlich nur noch die restlichen Zutaten hinzufügen. Man nehme. Und jetzt wieder 2 Eigelb. Es wird nicht gekocht. Also frisches Zeug nehmen. Und sonst, ich sage nichts. Ich will keine Beschwerden. So. Dann habt ihr dann wirklich zu tun. Dann nehmen wir hier ein bisschen Kapern. Das habe ich wahnsinnig gerne. Also über ein Lachsbrötchen. Das ist ja herrlich. Dann nehmen wir ganz fein gehackte Schalotten. Jetzt muss ich schon fast die Finger waschen. Dann muss ich mal, ich habe es nicht gesehen, einen Schluck Cognac nehmen. Nein, sehe ich. Das kommt natürlich da rein. Hey, was mache ich für ein Gemur? Nein. Ein Esslöffel Senf. Senfe. So, das ist etwa länger. Jetzt müssen wir noch etwas würzen. Ja, aber hier haben wir noch etwas Petri, das ich habe. Einfach nur für das Vitamin C. Dann tun wir hier etwas salzen. So, etwas pfeffern. Ein Cayenne pfeffern. Aber also nicht übertrieben mit dem. Das ist ja auch so ein Effekt. Noch Öl. So, dann jetzt schön drüber hier. Das ist Olivenöl. Es sieht aus. Herrlich. So, jetzt haben wir es ordentlich gemischt. Also viel anders als im Restaurant gesetzt, bis jetzt nicht raus bin. Also wirklich sehr, sehr gespannt. Und jetzt habe ich noch etwas vergessen. Natürlich noch Worcester Sauce. Ups. Macht den. So. Das noch rein. Jetzt haben wir es. Also, jetzt brauchen wir frisch getoastetes Toast. Man nehme ein Seich Toast. Also, ich versuche die Toasterle. So, der Toast ist fertig getoastet. Und jetzt tun wir das schön anrichten. Also, jetzt tun wir hier den super schönen Servierring. Hier auf den Teller. Gehe hier mal ein bisschen von diesem Zeug drin. Ui, das ist so. Ja, ich bin einfach nicht so der Anrichter. Ich darf noch gar nicht probieren, Entschuldigung. So.
Jetzt nehme ich die Schüssel an. Und jetzt habe ich hier so einen Drücker, hier, so richtig schön pressen. Und schauen wir, oh, das kommt super hier. Hey, sorry. Boom. Gut. Das sieht ja wohl mega gut aus. Dann brauchen wir das Wichtigste von allem. Nee. Noch ein bisschen Grün oben drauf. Und dann tun wir noch ein bisschen Zwiebeln. Dass wir auch richtig schön essen können. Eine Gabel. Und ein Güppli. So, jetzt wird es spannend. Soll ich zuerst einen Schluck Güppli oder einen Schluck Fleisch? Oh, nein, das ist ein Schluck Güppli. Gesundheit. Zum Neutralisieren. Ganz billiger Lippenstift. Für nichts. Kauft ihn nicht, wie es einzigerlös ist. So. Mal nehmen. Achtung. Falls mir ein Restaurantbesitzer zuschaut, ich hätte es gerne so und nicht so, wie du es machst. Nein, es ist wirklich mega fein. Es schmeckt nach Fleisch. Unglaublich. Nicht nach Schnaps, nicht nach irgendwelchen geilen, also ein bisschen geilen Pfeffer ist schon drin, aber nicht überwürzt. Es ist perfekt. Also so könnt ihr es machen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Tschüss.